Auf dieser Webseite internetberaten.com zeige ich dir jetzt, wie man hier Werbung schalten kann. Du loggst dich wieder hier ein, also du gehst auf die Seite internet-piraten.com beziehungsweise kopierst den Link in den Browser hinein, drückst auf Enter. Dann kommt hier schon einmal eine richtige geile Musik. Das ist schon einladend. Aber das kann sich jeder extra anhören. Wir gehen hier weiter zum Member-Bereich. E-Mail-Adresse und Passwort. So, und hier dann linke Maustaste Login. Hier kann man dann natürlich auch ein Upgrade machen. Wollen wir im Moment nicht, sondern ich gehe weiter und sage nein, danke. Ich will gleich weiter zum Mitgliederbereich. Dann bin ich hier auf dieser Seite, wo ich wieder die ganzen einzelnen Button sehe, wo ich wieder alle Einstellungen vornehmen kann. Uns interessiert jetzt die Textwerbung und die Ad-Banner-Werbung. Okay, wir fangen mit der Textwerbung an. Gehe hier mit der linken Maustaste auf Textwerbung. Ich habe insgesamt 56 Werbepunkte. Eine Einblendung kostet 8 Punkte. Hier haben wir wieder genau die Zeichen angegeben. 20 Zeichen und hier 64 Zeichen. Hier dann die Destination URL und die Kategorie. Ich habe hier wieder ein Projekt vorbereitet. Ich fange mit der Destination URL oder mit der Ziel URL an. Der Link für meine Landingpage Copy zurück zur Seite. Paste bzw. einfügen. So, dann hole ich mir hier die Texte, den Titel mit 20 Buchstaben, immer darauf achten, dass man das dementsprechend vorbereitet hat. Verdient risikofrei, rechte Maustaste, linke Maustaste, Copy. Dann wieder zurück zur Seite und hier als Titel rechte Maustaste, Paste oder einfügen. Dann den Werbetext. Das sind ungefähr 60 Zeichen. Copy, zurück zur Seite und hier den Werbetext hinein. Paste bzw. einfügen. Hier dann noch die Kategorie auswählen. Dann nehmen wir Internetmarketing. Und sage hier dann speichern. Dann mache ich hier noch die Punkte. Dann nehme ich 24 Punkte. Also sind eigentlich 3 Views. Dann gehe ich weiter zur Bannerwerbung. Hier den Bannernamen eingeben. Hier steht natürlich wieder nicht, wie viele Zeichen das man hier verwenden kann. Einfach versuchen. Nehmen wir hier auch die Überschrift her, vielleicht geht es. Copy, linke Maustaste, zurück zur Seite. Rechte Maustaste, Paste oder einfügen. Dann hier die Banner-URL. Immer wichtig hier den nicht geklickten Link nehmen, immer den vollen Link, Copy, zurück zur Seite, linke Maustaste hinterlegen, rechte Maustaste einfügen oder Paste und hier dann die Destination URL, dann ist, das ist dann dieser Link hier wieder, Copy, zurück zur Seite.
Okay. Paste bzw. einfügen. Die Kategorie nehmen wir wieder Internet Marketing. Und gehen hier auf Speichern. So, eine Einblendung kostet 12 Punkte. Hier sehe ich schon meinen Banner. Ich klicke hier mal drauf, dann müsste ich auf meine Landingpage kommen. Jawohl, das funktioniert. Ich gebe hier dann die gewünschten Punkte ein. 24 Punkte. Und sage hier Punkte speichern. Hier sieht man dann die Punkteanzahl. Hier kann ich dann noch einmal auf Bearbeiten gehen, dann sehe ich das Ganze noch einmal. Hier die Überschrift, das müsste eigentlich so passen. Den Bannerlink und auch die Destination URL und hier Internet Marketing. Dann hier noch einmal auf Speichern. Der Banner wurde erfolgreich bearbeitet. Okay, das wäre es eigentlich schon wieder auf dieser Seite. Viel Spaß und viel Erfolg!